Leute und herzlich willkommen. Es ist der Monat Oktober und der Monat Oktober steht im Zeichen von Halloween. Und deswegen habe ich hier eine Loot Chest. Diesmal ist die Loot Chest im Oktober wieder in Blau. Letztes Jahr war sie ja in Orange, da haben sie extra dann eine Horror-Optik gehabt. Der Inhalt letztes Jahr war nicht so horrormäßig. Mal sehen, wie es diesmal aussieht. Ihr wundert euch vielleicht, Loot Chest bei Mike auf dem Kanal, hat er nicht gesagt, nach 3 Monaten ist Schluss? Habe ich, aber dank Game of Thrones Germany, der Facebook-Seite, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, kann ich weiterhin diese Box zeigen. So sieht es nämlich aus. Ich mache das hier für Game of Thrones Germany. Schauen wir mal rein. Wo geht's hier auf? Natürlich da. Ich bin sehr gespannt. Horror. Ja. Das fängt ja gleich gruselig an. Plastik-Vampir-Zähne für Kinder. Nächstes Item. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir nehmen einfach das als nächstes. Schaut mal. Das ist nicht, was ihr denkt. Es ist, was draufsteht. Es steht tatsächlich drauf. Guck mal, da steht Umbrella, Ella, 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 Ella drauf. Und es ist ein Regenschirm. So, und jetzt, oh, sogar Loot Chest. Steht sogar drauf. Resident Evil und hier steht extra Loot Chest drauf. Na, die haben also extra hier so ein Label drucken lassen. Ja, ein Umbrella. Also ein Regenschirm, ne? Für die, die es nicht wissen. Jo, jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich mache mich jetzt hier voll zum Affen, während ich versuche, das Ding aufzumachen und wieder zuzumachen, oder ich lasse es einfach. Naja, gut, weil ihr das seid. This is my umbrella. Ella, Ella, Ella. Ihr kennt das. Das ist das Logo von Umbrella. Hört ihr mich überhaupt noch? Keine Ahnung. Geht er wieder zu. Ah, muss man so machen und... So, ein Regenschirm, den ich mir später wieder zusammenfalten werde. Das muss ich ja jetzt nicht machen, ne? Den machen wir beiseite. So, was haben wir noch drin? Wir haben drin ein Kaugummi und noch ein Kaugummi. Haben wir noch mehr drin? Und noch ein Kaugummi. Wir haben Kaugummis drin. Bloodballs. Blutbälle. Blutbälle. Schaut mal. Blutbälle. Ja, sehr schön. Bälle mit Blut. Bubblegum. Ja. Ne? Kaugummi halt. Auch cool. Was haben wir als nächstes drin? Wir haben hier das hier. Was ist das? Tides of Madness. Ein Spiel für Leute über 8 Jahre. Es dauert 15 bis 20 Minuten, es zu spielen. Und es ist für mindestens 2 Spieler. Oder es ist für 2 Spieler. Ja, 2 Spieler. Von Pegasus Spiele. Wogen des Wahnsinns. Ja, wir sehen wahrscheinlich Cthulhu vorne drauf. Ich weiß nicht, was mit den Boxen los ist, dass die alle so eine Faszination mit Cthulhu haben, aber es ist so. Ja, der Nachfolger des preisgekrönten Tides of Time ist jetzt hier Tides of Madness. Da sind 18 Spielkarten drin, 20 Wahnsinnsplättchen. Wahnsinn, da sind Wahnsinnsplättchen drin. Haha, ja, und das kann man halt mal so spielen. Ja, das könntet ihr also spielen, wenn ihr Lust auf solche Spiele habt. In letzter Zeit... Jetzt nicht unbedingt nur in der Loot Chest, sondern allgemein waren mir da ein bisschen viele Spiele in den Boxen. Ich finde, das reicht auch jetzt mal. Jetzt mal wieder ein bisschen runterfahren, die Spielmenge, ne? Könnt mal lieber wieder einen Becher bringen. Habt ihr ja lange nicht gehabt. Nein, war ein Spaß. Keine Becher. was haben wir hier noch? Wir haben hier eine Grußkarte von Child's Play 2, Child's Play 3 und Bride of Chucky. Und ihr seht, vorne drauf steht Chucky. Dann ist das Gesicht da von Chucky Child's Play 3 wahrscheinlich. Oder jetzt vor 2. Happy Halloween. Ja. Ist halt so eine Grußkarte, ne? Designtechnisch jetzt relativ simpel gestaltet. Ich weiß nicht, ob sich viele Leute Halloween-Grußkarten zuschicken. Von daher ist das für Europa vielleicht noch nicht so ganz sinnig. Und ja. Ich hätte es cooler gefunden, wenn sie da tatsächlich einen Artprint genommen hätten. Gebe ich ehrlich zu. Also so eine Karte, weiß ich nicht, da wüsste ich jetzt nichts mit anzufangen. Das heißt, die steht entweder nur rum oder liegt nur rum oder wird halt an irgendwen verschickt, der zufälligerweise um Halloween herum Geburtstag hat oder so, weil so wirklich Halloween feiern wir hier in Europa nicht. Deswegen weiß ich nicht. Also ist jetzt, ist eh nur ein kleines Füller-Item, ne? Also ist jetzt nichts Besonderes, von daher passt das schon. So, was haben wir noch als nächstes? Wir haben hier den Kollegen hier. Einen Wacky Wobbler von Funko. Hey, von Funko, einen Wacky Wobbler. Und wir haben Daryl Dixon. Ja, Daryl halt, ne? Daryl Dixon als Wacky Wobbler. Ich hole ihn mal raus und zeige ihn euch. So, hier ist er. Der Wackelkopf in all seiner Größe und auf einer Plattform. Vorne steht drauf Daryl Dixon. Hinten steht drauf
AMC's The Walking Dead. Und es ist der Daryl aus einer etwas späteren Staffel, weil man kann das bei Daryl immer erkennen daran, wie lang die Haare sind. Je länger die Haare, desto weiter sind wir in der Serie. Na, und hier hat er jetzt schon die langen Haare. Es ist halt ein Bobblehead, ne? Das heißt also, wenn er irgendwo steht und das wackelt, ne, sagen wir, ihr wohnt direkt an den Eisenbahnschienen, dann kann das mal sein, dass der, wenn die vorbeifährt, die Eisenbahn, dass der dann einen auf diesen macht. Ne? Oder ihr seid hier so ein alter Tattergreis wie ich, dann wackelt der natürlich auch immer fleißig hin und her, wenn ihr die einfach versucht, gerade in die Kamera zu halten, so wie jetzt. Ne? Ne? Er wackelt mit dem Kopf. Finde ich lustig, ist jetzt, ja, die Wacky Wobbler sind jetzt nicht so beliebt, aber der sieht zumindest ziemlich gut aus. Also, der hat optisch auf jeden Fall eine ziemliche Ähnlichkeit mit Daryl Dixon bzw. mit Norman Reedus. Das haben sie schon ganz gut hingekriegt. Ne, der Kopf ist wie immer etwas vergrößert. Das ist bei diesen Wacky Wobblers so. Und es ist ein Wacky Wobbler zu The Walking Dead. Das kann man sich auch sehen lassen. Das ist schon okay. Ne, der Körper ist halt gut gemoldet. Das sieht nicht schlecht aus. Ist vernünftig bemalt, das ganze Ding. Ne, ihr seht hier, guck mal, auf der Rückseite seht ihr die Flügel von Daryl, von seiner Jacke. Das ist auch ziemlich cool. Er hat seine Armbrust dabei. Das kann man machen. Ne? Ist okay. Ist okay. Was haben wir noch? Wir haben noch das T-Shirt. Und das ist natürlich richtig geil. Bestimmt. Bestimmt ist das richtig geil, weil ich sehe noch gar nichts. Ne? Ich gucke mir das so an und denke, ich sehe noch schwarz. Guck mal, ihr seht auch nichts, oder? Ist nicht viel zu sehen. Ich pack das mal aus. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Ist es gut? Ihr seht das schon, ne? Halte ich es so hoch? Ne, ich halte es genau richtig. Sehr schön. Ihr könnt es sehen. Ich kann es auch sehen. Es ist euer geil. Haha, das feiere ich. Das feiere ich auf jeden Fall. Das T-Shirt ist super cool. Ne? Falls ihr das nicht kennt, das hier, ne? dieser Art-Style mit den Schattenschnitten, das ist Limbo. Das ist ein Computerspiel, das ich gespielt habe, das sehr schwierig ist. Ne? Da rennst du mit so einem kleinen Jungen durch die Gegend und der rennt dann irgendwo hin und auf einmal kommt dann irgendeine Kreatur und man stirbt irgendwie ständig. Ne? Das ist so Try and Error und Try Again, bis man es raus hat. Ne? Und das ist ein ziemlich geiles Spiel gewesen. Das ist so ein Indie-Spiel. Und hier seht ihr eindeutig ein Crossover zwischen diesem Limbo und Stranger Things. Ich liebe Stranger Things. Das ist eine coole Serie. Kommt jetzt bald die zweite Staffel. Ich bin total gehypt. Ne? Vielleicht ist sie sogar schon raus, wenn ihr das Video guckt, je nachdem, wann ihr es denn schaut. Ne? Deswegen, ne? Stranger Things, zweite Season. Und das hier ist eindeutig ein Crossover zwischen Stranger Things. Ne? Also man sieht hier den Demogorgon. Und hier, das ist im Prinzip der kleine Junge von Limbo. Ne? Beziehungsweise halt von der Optik her ist jetzt die Frage, ob der auch von Stranger Things dann ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen, wer das dann sein soll. Eleven selber ist es nicht, aber das ist auf jeden Fall der Demogorgon. Vielleicht ist das hier der Kollege, der Upside Down landet. Weiß ich nicht genau. Ja, aber cooles T-Shirt und oh, es fühlt sich total gut an. Vor allen Dingen, es fühlt sich total warm an und weich. Total angenehm. Gefällt mir gut. Das T-Shirt ist auf jeden Fall der Superbringer. So, haben wir noch ein Lookbook? Wir haben ein Lookbook. Wir haben ein Lookbook. Schauen wir mal rein, Oktober. Süßes oder Saures? Diesmal dreht sich alles um den Halloween-Wahnsinn. Ja, diesmal muss man sagen, Horror vielleicht jetzt nicht, ne, sondern eher so subtilen Grusel oder Zombie-Sachen. Das ist alles schon okay. Das passt auf jeden Fall in den Monat, von daher finde ich das ganz okay. Featured Dingens, Limbo Things. Siehst du, das ist tatsächlich Limbo und Stranger Things. 15 Euro fürs T-Shirt, das passt. Umbrella-Regenschirm von Umbrella Corporation. Gut. Ist ein cooles Item, ne? Ein Regenschirm kann man immer mal gebrauchen. Ne? Umbrella ist natürlich Resident Evil, klar, keine Frage. Horror, ja, auch. Ne? Das Item selber ist jetzt nicht so ein Horror-Item. Cool wäre es, wenn der blutig werden würde, wenn er nass wird. Das gibt's von Carrie, glaube ich. Das wäre auch ziemlich genial. Steht hier aber nichts von drauf. 13 Euro, das ist auch völlig in Ordnung für so ein Dingens. Das Cthulhu-Kartenspiel für 9,95 €, das geht auch klar. Ich weiß nicht, ob ich das jemals spielen werde, von daher keine Ahnung, ob das was für mich ist. Ich habe doch keine Leute, mit denen ich das spielen kann. Ich bin doch immer alleine hier. Ich bin hier auch eingesperrt. Na, genau wie der Tobi, der kommt auch nie raus. Bei mir ist das genauso. Die Grußkarte 2,95 €, ja, das ist natürlich ein Füller-Item, klar. Keine Frage, da brauchen wir uns nicht lange drüber unterhalten. Das ist halt einfach so mit drin. Na, genauso wie die Vampirzähne, das ist halt einfach ein Gimmick. Marktpreis Karies frei, da wird es dann schon wieder lustig. Ne, die Bloody heißen die hier, die haben den Marktpreis Bloody, das finde ich dann auch ganz witzig. Ne, und der Bubblehead ist sogar relativ günstig, das ist das Plus-Item übrigens. Ne, der steht hier mit 12,95 € drin, damit liegen sie preislich sogar gut im Trend. Normalerweise sind diese Wacky Wobbler teilweise durchaus teurer, bis zu 20 Euro, von daher ist das in Ordnung. Ja, kann man machen. Ne, hier gibt es noch ein paar Horrorfilm-Tipps, kann ich dem zustimmen? Ja, Martyrs,
Seasoning House habe ich persönlich noch nicht gesehen. Conjuring, Annabelle 2 und S. Das kann man machen. Die könnt ihr euch alle mal angucken. Ne? Dann könnt ihr wieder die Bäume retten hier mit Pummel-Einhorn. Und für neue Looter haben wir noch 10% Rabatt. Sogar für alte Looter auch noch. Auf den Loot Chest Store könnt ihr nochmal 10% Rabatt kriegen. Könnt ihr so geile T-Shirts kriegen oder Funko Pops oder so. Ja. Das war die Loot Chest, ne? Die ich dank Game of Thrones Germany zeigen durfte. Vielen Dank auch an Loot Chest fürs Zusenden. Ich finde das schön. Was sagt ihr zu der Box? Gebt mal eure Meinung ab in die Kommentare bitte. Hat euch das gefallen? War das horrormäßig genug für euch dieses Jahr? Und ansonsten Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und beim nächsten Mal einfach wieder einschalten. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute.